Hollywood-Flair im noblen Casino Baden. Mit der Quelle der ewigen Jugend im Gepäck ist Beverly Hills 90-210-Star Ian Searing in seiner neuen Rolle als Unternehmer zu bewundern. Außerdem ist er Stargast bei Baden in Weiß. Der US-Serienstar ist erklärter Österreich-Fan und nicht das erste Mal hier. Als Kind träumte ich immer davon, nach Wien zu kommen und auch nach Innsbruck. 1976 bei den Winterspielen war Franz Klammer der Superheld für mich. Nach Österreich zu kommen ist also wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Ian Searing wurde als Steve Sanders in Beverly Hills 90-210 weltberühmt. Bei der zweiten Generation der TV-Serie ist er aber nicht mehr dabei. Und zu den Schauspielkollegen von damals hat er aber noch Kontakt. Weißt du, wenn man 10 Jahre mit Leuten zusammenarbeitet, wächst man zusammen wie eine Familie. Luke, Jason und Brian sind liebe Freunde von mir. Und auch mit den Mädchen spreche ich sehr oft. Es ist toll. Ich war 14 Jahre beim Film, ehe ich die Rolle als Stephen Sanders in 90-210 bekam. Das hat mein Leben entscheidend verändert, in einer Serie mitzuspielen, die weit über die Grenzen Amerikas hinaus bekannt ist. Ich hatte also wirklich Glück. Der Kultschauspieler aus New Jersey ist noch immer im Filmgeschäft und auch begehrter Gast auf vielen Partys. Am Ende des Tages ziehe ich meine Hose aus wie jeder andere auch. Natürlich ist es eine Ehre, auf dem roten Teppich oder auf Partys eingeladen zu werden. Doch am meisten genieße ich es, mit meinen Freunden und meiner Familie Zeit zu verbringen. Das ist für mich das Wichtigste. Zur Baden in Weiß Party ist der Amerikaner allerdings extra angereist. How nice this entire town. Ich finde es toll, dass die ganze Stadt zusammenkommt. Alle sind in Weiß gekleidet und alle amüsieren sich. Normalerweise schließen Geschäfte hier um 18 Uhr und jetzt gibt es Late-Night-Shopping an diesem Tag. Dazu noch kommen Live-Konzerte, es wird gefeiert, da ist es einfach schön, hier dabei zu sein. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum der Mädchenschwarm der 90er Jahre in Baden Station macht. Neuerdings verdient er sein Geld nicht nur als Schauspieler, sondern auch in Network-Marketing für ein Wundermittel, das ewig junges Aussehen verspricht. As an actor, my looks are very important. I'm not judged on my brains, I'm judged on my looks initially. Als ein Schauspieler muss man auf sein Aussehen achten. Ich werde nicht nach meinem Wissen, sondern nach meinem Aussehen beurteilt. Ich musste daher gut auf meine Haut achten. Ich habe zuerst verschiedene Cremen benutzt. Als ich älter wurde, habe ich nach etwas gesucht, das nachhaltig jugendliches Aussehen bewirkt. Vor 2 Jahren habe ich dann New Skin, das auf wissenschaftlicher Basis hergestellt wird, ausprobiert. Und meine Gesichtszüge wurden feiner. Meine Falten gingen zurück. Alles in meinem Gesicht wurde elastischer. Als Schauspieler gibt es auch für mich mal einen Schlussvorhang. Und ich bin auch Vater und Ehemann, also muss ich mich rechtzeitig nach einer langfristigen neuen Einnahmequelle umsehen. As an actor, every gig has a closing curtain, and now that I'm a father and a husband, you know, I've got to keep my eye out for alternative income streams. Und so verwendet Ian diese Produkte nicht nur, um jünger auszusehen, sondern auch, um damit Geld zu verdienen. Mit dem sogenannten Network Marketing, dem Vertriebsweg für New Skin Produkte. Seit 2008 arbeitet er mit der besten Unternehmerin des Landes, 2010 in den USA zusammen. Die Millionärin Laura Carr und der Beverly Hills Superstar sind die perfekte Besetzung für den Erfolgsfilm Unlock Your Skin's Youth, auf Deutsch Weg mit den Falten, her mit der Jugend. Laura arbeitet seit 24 Jahren für New Skin. Ihr Vater war einer der ersten 3 Vertreter des Produkts in den USA. Für mich war es also wichtig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ganz oben ist in diesem Vertriebssystem. Das Geschäft hat 700 Milliarden Dollar eingebracht, ohne Werbung und Marketing. Dieses Geschäft wächst von Zeit zu Zeit mehr. Die Produkte verkaufen sich also wie von selbst. Aber dieses Business war völlig neu für mich und ich wollte von den Besten lernen, wie man dieses Wissen erlangt und es mit anderen teilt. With Laura Call has really helped me understand the business methodology, understand the science, and how to share the products with others. Ich denke, Ian ist unglaublich attraktiv. Er ist genau das bekannte Gesicht, um Menschen auf unsere Produkte aufmerksam zu machen. Und ich glaube, es ist großartig, so einen Mann wie Ian an unserer Seite zu haben. New Skin. New Skin ist nur durch unabhängige Verkäufer oder online auf newskin.com erhältlich. In den nächsten 12 Jahren wird dieses Geschäft weltweit mehrere Milliarden umsetzen und der Markt wächst ständig. Ich versuche es nach Österreich zu bringen. Mehrere Interessenten habe ich durch Facebook kennengelernt, die sich bei mir gemeldet haben, um auch Verkäufer für New Skin sein zu dürfen.
It's a great product to have. Auch in Österreich gibt es schon Vertriebspartner. Einer davon ist Michael Quester, der Modemacher und Inhaber von Casida Luxury Fashion. Michael Quester und ich haben einander durch Facebook kennengelernt. Er hat mich eingeladen. Wir haben uns dann das erste Mal hier im Dezember getroffen. Als ich ihm alles über Nu Skin erzählte, fragte er mich, wie das genau funktioniert. Er suchte ja selbst nach einem Anti-Aging-Produkt, das nachhaltig wirkt, und er hat sofort das Vertriebssystem verstanden. Er versuchte es und war hin und weg von Nu Skin. Er war auch sofort davon überzeugt, dass er damit zusätzlich Geld verdienen kann. Ian Searing ist in seiner neuen Rolle als ewig junger Businessman fast genauso überzeugend wie seinerzeit in Beverly Hills 90210.